Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Train Driver 2. Es gibt ein neues Stellwerk zum Vorstellen, beziehungsweise es ist eigentlich gar nicht mehr ganz so neu zum Zeitpunkt von dem Video. Und zwar ist es Sloponiek. Der ein oder andere, der schon regelmäßig in TD2 fährt, wird garantiert hier schon mal durchgefahren sein. Erbaut von KB1, Konduktor 321 und Ripson. Das ist in dem Sinn eine schöne Durchfahrstrecke mit Bahnhof für Güterabsteckgleise. Das ist jetzt hier Sloponiek an sich hier. Da haben wir diverse Gleise, wo wir die Züge parken können. Ansonsten wird hier auf zwei Gleisen durchgefahren. Das Stellpult vor dem ganzen Ding hier ist etwas größer. Ich blende es euch an der Stelle mal ein. Bestehend aus drei SPK-Feldern. Sloponiek hier in der Mitte. Und rechts haben wir eine kleine Kreuzung, wo es in zwei Richtungen rausgeht. Und auf der linken Seite haben wir dann Sloponiek, Dolny, glaube ich, war es, der Bahnhof hier. Da können Personenzüge halten, beziehungsweise wir haben auch hier in Sloponiek, hier zum Übergang zu dieser Kreuzung, nochmal einen Bahnhof und auch hier beim Anschluss C. Der andere Bahnhof, jetzt hier in der Station gesehen, der ist da hinten. Da hält halt S-Bahn etc. Und hier bei der Kreuzung, da ist der Haltepunkt da hinten. Auf der Strecke da oben, also das ist hier RN da oben, da gibt es keinen Halt. Da kommen die Züge auch relativ schnell rein. Dann hat es hier noch diesen Bahnübergang, den wir hier ebenfalls mit SPK steuern. Also wenn wir den mal hier aufmachen, geht er entsprechend auf. Und ihr wisst natürlich alle, bei SPK Bahnübergänge beim Start einmal aufmachen und dann wieder zumachen, beziehungsweise macht es dann erst dann zu, wenn er zukommt, je nachdem, wie ihr das handhaben wollt. Das Fiese an dieser Strecke ist, dass wenn die Züge von hier kommen, die müssen runter auf 40, damit sie dann hier reinkommen. Schneller ist nicht. Das nur so als kleiner Hinweis. Ansonsten haben wir hier Streckengeschwindigkeit von 90 km/h bzw. 100 km/h. Von der Streckenlänge her nach Anschluss TB, das ist hier links, sind es 3250 Meter nach CJ, das ist quasi hier runter, sind es 2895 Meter und RN 2810 Meter. Spans haben wir drei, hier in Sloponiek, quasi in der Hauptstation, und zwar auf diesen beiden unteren Gleisen, jeweils in eine Richtung. Das wäre TOB 1 und TOB 2, jeweils am Signal M und O. Und dann haben wir hier noch einen Lutz-Spawn. Der ist hier da hinten, wo die einzelne Lok hier spawnen kann. Eins noch vorweg. Wenn ihr die Szenerie ganz normal runterladet, dann stehen die Kollegen hier nicht bei euch, sondern nur das da hinten. Und ein paar Güterwagen da hinten. Und zwar die da rechts. Der hintere ist auch extra. Ich habe hier ein Custom Auto Exec, wo er einfach ein bisschen mehr rumsteht, dass das ganze Bahnhof hier nicht so leer wirkt. Also eben die beiden extra. Aber ich denke mal, das sieht eigentlich ganz cool aus. Vor allem, wenn dann die Leute hier durchfahren oder mal hier durchfahren müssen, hatte ich das schon. Das ist eigentlich ganz nett. Hier im Bahnhof, steht bei mir auch ein Güterzug in diesem Ausweichgleis. Wäre im Original auch nicht da. Da habt ihr dann beide Gleise hier frei. Und da hinten ist das ein kleiner Bahnsteig, beziehungsweise diese zwei Bahnsteige hier, wo ebenfalls die S-Bahn hält. Alles andere, Expresszüge und Co., die fahren hier einfach durch. Gemeinheit an diesem Stellwerk ist, wir haben zweimal eine Typ-C-Blockade. Es gibt Leute, die hassen das. Die kann man sich auch sehr gut kaputt machen oder wenn Leute einen Timeout haben, dann heißt zurücksetzen mit Ersatzsignal durch etc. Das ist Minuspunkt, wenn man so will. Und was Positives ist, in Sloponiek selber haben wir hier automatische Fahrstraßen. Also analog wie zum Beispiel in Ligota. Das gilt nicht für die anderen Stellpulte. Die sind alle händisch. Das gilt nur hier für Sloponiek. Also wenn ich euch mal demonstriere, TM12, sagen wir mal, so nach da hinten reinfahren, läuft es automatisch.
Sonstige Besonderheiten. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, dass ein Zug hier über den C-Anschluss reinkommt und hier ein Manöver machen muss und fährt dann auf RN wieder raus oder umgekehrt. Ich war jetzt in Summe vielleicht 8 Stunden schon in dem Stellwerk drin und hatte das noch nicht einmal, aber die Option dafür wäre da. Also so ein Fahrplan kann irgendwann mal auftauchen. Ansonsten einfach schön fleißiges Durchschicken. Ihr müsst einfach darauf achten, von den Zeiten her, wann welcher Zug hier durchfahren sollte, beziehungsweise ob ihr was überholen lassen wollt. In der Regel könnt ihr durchschicken, wenn es nach links geht und in Lopolnik, dann entweder mal kurz zwischenstellen oder ihr macht es natürlich im Hauptbahnhof. Ich würde die Züge mit Vorsicht Richtung Kreuzung hier schicken, weil wenn die natürlich da stehen und können nicht weiterfahren, blockieren die da die Strecke, dann habt ihr da eingleisigen Betrieb im schlimmsten Falle. Dann müsst ihr hin und her wechseln, also Obacht geben. Ja, das wäre eigentlich soweit das Wichtigste, was man wissen sollte zu diesem Stellwerk. Ich würde sagen, ich feuere das Ganze mal auf PL1 hoch und lasse hier mal ein paar Züge durchrauschen. Und dann mal schauen, was wir so erleben werden. Cut für euch. So, ein kleiner Zwischenstand. Ich habe schon die ersten beiden Fahrpläne reinbekommen. Und einer davon ist genau die Art von Fahrplan, die ich vorher erwähnt habe, die ich vorher noch nie hatte. Und zwar ein Manöver. Das wird super. Ja, wie sieht's aus? Wir haben hier ein LPE 315132, kommt von der linken Seite und wird bei uns enden. Ist einfach nur die Lok Solo EP07. Hat hier auch ein bisschen Spaß am Rumfahren. Und dann haben wir diesen X Korea, der von Seite CJ kommt und dann nach RN will. Und hat für sein Manöver ganze 15 Minuten planmäßig Zeit, wobei der jetzt hier schon verfrüht losfährt. Ach du Heilige. Eine ET41, EP08, EP09. Und nochmal eine ET41. okay. Ja, that's a thing. Der, glaube ich, wird demnächst hier mal auftauchen. Und dann schauen wir, dass wir ihn weiterschicken können. Ist erstmal so der Plan für jetzt. Öha, es klingelt. Mal schauen. Wer klingelt da? Vor dem Wo klingelt's? Oh, ein Pult ist nicht verbunden. LCS Clashco TB. Ja, das passt. Der kann mal reinfahren. Dieser Clashco-Zug da ist der LPE, der hier endet. Dem geben wir schon mal Einfahrt. Bis an den Bahnhof. Aber nicht weiter. In die Typ-C-Blockade stelle ich erst die Weiterfahrt, wenn der wirklich da ist. Weil ich habe keinen Bock, die dann zurückzusetzen. Beziehungsweise versuche ich das zu vermeiden. Wir gehen hier rein. Da taucht jetzt dann gleich als erstes mal auf. Blödes Fenster. Komm jetzt. Ja, gut. Bleiben wir mal bei der Ansicht. Ankunft hier in Lopolnik, Dolny, planmäßig um 28. Kommt das hin? Ah, Bonowice, Fleschko. Ja, werden wir sehen. Er ist jedenfalls der Einzige, der von TB kommt. Also. Aber erstmal kein Stress. Ja, also, warten wir mal, bis er da ist. So, wir wurden gerade gefragt, ob das 62100 vor der Zeit fahren kann. Yes, free. Hat er noch ein bisschen mehr Zeit hier. Das heißt, der CJ wird jetzt dann gleich mal klingeln. Dann ist immer noch nicht da. Minus 20. Mann, Mann, Mann. Gut, da oben taucht er natürlich zweimal auf, weil er natürlich rein und raus fährt. Ja, blockieren? Nicht blockieren? Clashco
Jetzt der Ausfahrsignal, der ist in der SBL drin. Hat natürlich keine Abfahrtsmeldung gemacht, der Schlingel. Jetzt gerade nicht so schlimm, aber naja. Ah, da taucht ja jemand auf. Muss es nur noch reinschaffen. Södli, einmal hallo. Und dann können wir ihn schon mal weiterfahren lassen. Und ich würde sagen, der Kollege fährt da ein. Auf Gleis 4. Sehr gut. Und von der Zeit her, 14:23, jetzt 14:28 theoretisch hier durch. Da ist er ja, da kommt er um die Kurve. Ja, nicht mal so lange. Dann irgendwann mal Level 20. Dann habe ich durchgespielt. Irgendwann mal dann Starlipo. So, das war jetzt gerade sein Anschluss, der sich da aufgelöst hat. Und da kommt CJ. Ja, bei dem Dreieck gebe ich keine Einfahrt, wegen der Typ-C-Blockade. Die gebe ich dann erst, wenn die Züge da sind. Eine der wenigen Ausnahmen. Aha. Geil. Timeout. Hast du mir meine Blockade kaputt gemacht? Ach, da ist er wieder. Du musst dich doch nochmal retten. Das Pfeifen klingt einfach nicht geil seitens Fahrdienstleiter. Okay, dann können wir jetzt hier mal zu dem Punkt hier gehen. Das ist der Bahnübergang bei Poniek. Und da wird er kommen. Da ist unser großer Hauptbahnhof. Und das meinte ich, dass man hier gut Fotos machen kann. Damit ist er Kurve, wenn man hier recht schön weit sehen kann. Und wenn dann so ein richtig langer Güterzug hier am Anrollen ist, sieht das mega geil aus. Sprich, irgendwo da hinten ist Poniek Dolny. Jetzt bitte einfach kein Timeout haben in dieser Blockade. Kannst du gerne mit deinem Hauptbahnhof hier. Also ja, Hauptbahnhof in Anführungszeichen. So, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Der ist über das Signal drüber. Der kommt dann gleich mal. Und ich glaube, den lasse ich dann auf Gleis 8 einfahren. Ja. Dann fährt er da zwischen meine geparkten Züge durch. Da ist er. Zedele, oje. Jetzt kommen die nächsten Züge. Ein Skala ist wieder unterwegs.
Der Junge fährt irgendwie die ganze Zeit. Ja, Signal hat er schon mal gesehen. Runter auf 40. So, jetzt ist 14:21 und 30. Seine Verfrühung soll er da sein. Hat er genau die Zeit eingehalten. Ja, perfekt. Nochmal mal da abstempeln. Fertig. Und Block wieder retour. Arbeit erledigt. Einen Stellwerkshäuschen. Easy, easy. So, da mal nach oben. Und plus dahinter. Boah, fragt. Ja, Epino 7. Du Kollege, darfst dir gar nichts mitnehmen. Ja, stimmt, für den Fall könnte ich eigentlich einen dieser Züge austauschen mit einem Personenzug. Aber ich glaube, ich passe das Auto-Exit nochmal an. So, einmal Güter, einmal Personenzug. Sag mal, tust du da hinten jetzt abrüsten? Ah, dieses Klonk gehört hab. Ah ja, zu spät. Okay, Mr. Manöver kommt hier gleich an. Ach ja, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier neben dem Stellwerk haben wir eine kleine Fahrschule. Ja, inklusive L-Tafel. Er hier voll am Abfeiern. Und ein Hügel für Anfahrtests, I guess. Oder so ähnlich. Süß. Oh, es leckt. So, da ist er ja. Und er steht. Oder ist gestanden. Na, es war dann das Laden. Gehen wir mal rüber. Einmal hallo Sachen. Hier von der rechten Seite kommt er. Und dann schicke ich ihn mal auf Gleis 4. Komische Frage. Nee. They have same configuration. Aha.
klingt das nicht schon wieder? Alexander Kajaski, NSWG. Achso, warte mal. Roblocko. Und ein Forge. Und der Typ ist, warte mal, 14,55. Ist durchgefahren. Ich weiß nicht. Schauen wir uns das nochmal hier an. Soll er tun, was er will. Neuer Fahrplan, TKI 125. Na gut. Dann werden wir den jetzt mal löschen. Deleted on request. Oh, da machen wir mal einen neuen Fahrplan. Auto. Tovarovi Tikka. E auf TB raus. Ja. Jetzt in einer 40 Kilometer gibt es noch was Längeres. Einer 80. Und da ist ein Scanner da. So, Scanner fährt nach CJ. Schicken wir mal weiter. Und dann 62100. Schicken wir auch mal weiter. Alter, dieser Zug. Schade, ist er so ein bisschen am Rumlecken. Naja, schade. Kein Manöver. Oh. Zurücksetzen hier nicht vergessen.
Sollte sich eigentlich locker ausgehen, dass jetzt der rausfährt hier. Ja, Skala ist in Dolny gerade am Durchfahren. Ja, nicht abbremsen, mein Dude. Rausfahren. Geht doch. So, und dann stellen wir schon mal für Scala ein, dass er hier weiterfährt. Er hat schon mal programmiert, sobald die Fahrstraße hier weggeht, macht er die neue. So, er ist abgefahren. Ah, und T-Bows. Gut. Einmal Block und jetzt kümmern wir uns mal schnell für die Ausfahrten. Der fährt nach Thomas Komatsuwiki SK. Thomas Komatsuwiki SK. Und Ausfahrt steht. Und beim Scala. Nochmal ein PT irgendwo drin. Termin LK auf CJ. Lass mal auch mal weiterfahren. Ah, da schaut euch das an. Coole Sache. Ja, ein bisschen gemischt unterwegs, das Scala. Ich glaube, das ist literally das allererste Mal, dass ich ihn mit dem Güterzug sehe. Ansonsten sehe ich ihn immer da mit seinem Nachtzug am Rumfahren. Naja, schön. So, eine die Bude. Wo muss er nochmal hin? Charmin LK auf CJ. Charmin LK. Und ist dicht. Ja, klar. Ich muss eine Abfahrtsmeldung machen. Nach Thomas Komatsuwiki. So, hier wieder mal wieder zurücknehmen. Können wir dann auch gleich oben machen. Und Scala ist bei mir durch. Jetzt hast du halt leider keine Ausfahrt.
Ich frage mal, wie es aussieht. Ja, wobei, 52 Durchfahrt, jetzt ist 43. Momentan keine Ausfahrt. Soll ich mal spionieren gehen? Stationik. Gucken wir mal. Chermin, Level 8. Skala von LK. 1449-76. Wo ist der Kollege? Der müsste bald auftauchen. Okay. Na, warte ich mal, bis ich die Meldung bekomme. Da kommt er von der Ladegrenze. Ciao, Kollege mit verrückten PM. Wir könnten uns eigentlich. Hallo Tür. Ja, rausstellen. Das in die Mitte. Das geht natürlich dann vor allem geil, wenn hier ständig Züge durchfahren würden. Ja, super Spot für Trainspotting. Chermin LK ist gerade frei geworden. Sorry, das war jetzt gerade im letzten Moment. Dafür kann ich nichts. Ich schwöre. Da 1445. So, dann können wir ihn ab hier jetzt abstempeln. Nochmal kopieren. Chermin Avoro. Und Meldung gemacht. Sehr, gute Fahrt. Dem Rangierer wünsche ich dann viel Spaß, das zu sortieren. Okay, einmal Block. Zurücksetzen, Dankeschön. Wir machen die Hauptstation wieder rein. Okay, was macht der Fahrplan? 1456, 1509, 1544. 56, also es kommt dann recht schnell ein Express von Tebi. Ja gut, das wird für euch mal ein kleiner Cut sein. Denke ich, werde heute noch vorbei fahren. Sehr gern. Und da klingelt's. Ah, da klingelt aber jemand anderes. Niklawitze RN. Ja, gut. Können wir rein. Muss mal hier gerade die Weichen anpassen.
Und die andere Seite. Ja, jetzt geht's los. So, Einfahrt. Ja, keine Einfahrt. Irgendwas zu beachten bei diesen zwei Kandidaten. Meine PT ist einfach durchheizen. Okay. Machen wir so. So, dann, unser Express ist da. Der Zug von der anderen Richtung ist leider gecancelt worden. Naja, wenigstens der Express. Cedre! Einmal hallo! Schade eigentlich, ne, dass man als Fahrer nicht einfach mal so sparen kann. Die Lok übernehmen kann, auflösen, wegfahren. Eigentlich auch mal eine Idee. Oh, oder überhaupt mal einen Zug wechseln. Keine Ahnung, wenn du sagst, du wechselst mit einem, der in die andere Richtung fährt. Und dann kannst du dessen Lok einfach übernehmen. Hm. Warum nicht? ES Simray, mach mal endlich das Update. Jetzt habe ich den Flug gebucht. Ende Oktober ist soweit. Eine Woche. Eigentlich fast wie Zwangsurlaub. Immer gesagt, ich muss Urlaub machen. Da habe ich übrigens mal nachgesehen, was so von Dienstag bis Sonntag ein Mietauto kosten würde. Automatik mit unlimitiert Kilometer. 40 Euro. Das ist unglaublich günstig. Weil ich war noch am überlegen, ob ich da nicht mit dem Mietauto ein bisschen rumfahre. Da bin ich ein bisschen flexibler, wenn ich mir gerade so Stationen anschaue, die ein bisschen komplett am Abseits sind. Aber ich will andererseits auch runter nach Krakau, das sind über 3 Stunden mit dem Auto fahren. Und das könnte ich aber auch mit dem Zug fahren. Oder ich mache eine Mischung aus beiden, ich weiß es noch nicht. Muss ich noch ein bisschen konkreter planen, meine Reise. Naja, schöne Kombi. Södele! Dolny, Durchfahrt. Dann kümmern wir uns mal ganz kurz um den Block. Hier unten Durchfahrt. Und dann fährt der Kollege nach Psari auf CJ. Sprich unten rum. Stellen wir das mal ein. Was wird hier in SPD rumgequatscht? Ah, da will jemand was von Psari. Nicht mein Ding. Okay, weiter geht's. Und wettertechnisch wird es hier vermutlich bald regnen. Wir könnten eigentlich die Spawns aufmachen. Wir haben 2 Züge, die von TB kommen. Also machen wir Richtung TB auf. Das wäre dann das Spawn O. Und ein Lutz-Spawn. Auf alle Fälle. Da kommt der angerauscht. Ja doch, die Station macht schon Spaß. Aber wenn gerade ein bisschen viel Verkehr ist, wenn von allen Seiten was kommt und in der Station auch noch was passiert, dann wird es ein bisschen stressig hier drin. Da muss man ein bisschen aufpassen. Sag mal so, so richtig gedessert als FTL wirst du erst dann, wenn die Züge total verspätet sind. Wenn du dann Chaos reduzieren musst. So, dann. Und sobald er drüber ist,
Schau mal wegen der Ausfahrt. Sehr gut. 1704 Psarika NCJ. Psarika N. Warte mal, kann es sein, dass das Menü, was ich da jedes Mal aufmache, abgeschnitten ist. Aber solange ihr den Stellpult seht, ist ja alles okay. Ah, warte mal. Hochfahrtszeit. Opolnik. Und wir haben einen Güterzug, der bei uns endet. Der Ezio. Da klingelt es beim Namen. Assassin's Creed lässt grüßen. Da wird schon mehr geklingelt. Gut, Kovo MZ. Darfst du das? RN 1512. Express, naja, wenn es sein muss. Nehme ich mal an. Und da kommt unser Express. Von dir tue ich mir die Nummer schon mal kopieren. Und wünsche dir eine gute Fahrt. Jetzt, tu mal abstempeln. Sofort. Sorry, KN. Sorry. Melden. Durchfahrt. Cool. Erledigt. So. Einmal Reset. Die Weichen nochmal. Und warten auf den anderen. Ja, euch ein kleiner Cut. Mittlerweile ist mal wieder ein bisschen Zeit vergangen und es hat geregnet und es ist immer noch ein bisschen damit dabei. Es wird irgendwie so dunkler und dann wird es wieder hell. Sehr komisches Wetter hier. Und fahrplantechnisch hat sich wieder alles geändert. Ein Zug, der von oben hätte kommen sollen, gecancelt. Und dann wurden noch ein paar andere gecancelt. Momentan sieht es so aus. Wir bekommen jetzt einen ROS und der. Ach nee. Mit einer SM. der tut jedenfalls bei uns halten. In Dolny, Dobolnik PO, also kurz hinter unserem, unter Anführungszeichen, Hauptbahnhof. Und ich glaube, Malek Grobi ist noch bei uns. Oder? Jetzt bin ich mir. Oder ist es schon Jamie Groski? Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Kann sein, dass er den einen Haltepunkt da hinten auslässt. Wie auch immer. Falscher Spawn. Dahin. Hier wird auf jeden Fall zum allerersten Mal halten. Und da werden wir es auch so machen, dass wir ihm keine weitere Ausfahrt geben, bis er den gehalten hat. Und dann geht's weiter. Und bei den anderen Stops hier kann ich ihn schlecht anhalten, weil der andere ist hier mitten in dieser Typ-C-Blockade drin. Und eben der andere, wo ich jetzt nicht sicher bin, ob das jetzt hier das eine Halt ist, kann ich sowieso auch nicht anhalten. Höchstens, wenn er von anderen Seiten kommen würde, dass er keine Ausfahrt hat. Oder Einfahrt in dem Sinne. So, das ist Stand der Dinge. Aber für euch ist das eh alles schön zugeschnitten. Also, wir sehen uns, wenn der Kollege da ist. Das hat ja ganz schön gedauert, aber jetzt ist er da. So, herzlich willkommen. Du hast Connor Polnogger zwischendrin mal gefragt, ob er den 718 schon mal schicken kann. Das ist der dritte Zug aus der Richtung. Für 16.09. Aber dann habe ich noch diesen 15.57er Zug. Und halt den Kollegen. Der hat jetzt lange gebraucht. So, währenddessen zeige ich euch mal ganz kurz was. So eine Sache, die mir bei diesem Bahnsteig da vorne aufgefallen ist. Es sieht auch irgendwie komisch aus. Ist jetzt auch nicht mehr so ganz so zeitgemäß, das so zu machen, aber das ist ein anderes Thema. Und zwar die Person da vorne.
seitens Stellwerk sieht das halt so aus, also von da hinten, als würde die da irgendwie beten, aber er sucht irgendwie was. Was auch immer du suchst. Ich glaube, da hinten ist noch so eine Person. Ja. Da. Ach, diese Pieps. Ich würde da voll am Abfeiern. Zählt das als Easter Egg? Eigentlich würde ich bei jeder Station das Easter Egg irgendwie finden. Da hinten auch. Ansonsten, der Rest sieht hier eigentlich normal aus. Mit Ausnahme von diesen Personen hier. Eieieie. Da ist er ja. Tja, gucken wir mal. Dolny, Abfahrt 45. In wenigen Minuten. Ich gerade so ein bisschen an die andere neue. Was von der Polner QL? Kommen Sie rein. An die eine Elki-Station denken, die ich ja letztens gezeigt habe. Also die Video vor dem. So, Kollege. Ausfahrt. Und Durchfahrt. Im HBF. Nein, natürlich nicht. Ah, wobei, während der das macht, können wir mal zu unserer Hauptstation gehen. Wir können uns da noch eine Sache anschauen. Das hier oben ist übrigens der Salutsbahn. Und wir haben ja noch diesen Boznitzner Industrieanschluss. Und das ist der hier, wo da gerade Sachen rumstehen. Haben wir hier zwei Gleise? Inklusive an Perron. Also, einfach so ein Ding, wo man halt hier was beladen kann. Hier auch nochmal. Und das Ganze geht hier raus. Und normalerweise meinte ich, wäre das hier frei. Das ist auch Custom. Da habt ihr das Tor dazu, das ja halt zu ist. Und in dem Fall jetzt hier mit einer SM. Ich glaube, das muss ich nochmal anpassen. Ja, ich glaube, ich mache das hier kürzer. Ich meine, es wird halt so aussehen, und wenn man jetzt gerade hier so reinfährt, dann wird er vielleicht gerade hier rausfahren oder reinfahren, je nachdem. Und dann geht es hier raus in den Anschluss. Mit natürlich hier keine Oberleitung. Also Obacht. So, Kollege. Einmal nach Dolny. Darfst du jetzt gleich mal abfahren? Eine Minute noch. Und dann kommt dieser TME. Was bist du eigentlich du für einer? Du bist SC20. Der ist beladen. Das wird nur hier nicht angezeigt. Du seid 15, 17 unterwegs. Jetzt nicht wahnsinnig lange. Nicht ganz eine Stunde. Gut, gut. Los geht's. Okay, Zeiten vermerken. Ah, ist ein bisschen zu früh. Ich tue dich mal pünktlich abstempeln. Bisschen noch, muss er noch fahren für die Blockade. Ah, und wer soweit?
Erledigt. Und für den Güterzug schon mal die Einfahrt. Der kommt um 56 an. So, der Kollege Diesel ist da hinten. Also ich kann den Block wieder normal machen. Und der andere ist auch noch nicht aufgetaucht, aber wie gesagt, planmäßig erst um 56. Das wäre jetzt nicht ganz 6. Ja, nicht ganz 6 Minuten. Moin sehen zum zweiten. Schön brav anhalten da hinten. Eigentlich könnte man uns den Bahnsteig da hinten nochmal auch kurz ansehen. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, beziehungsweise. Du Kollege, bist hier durchgefahren. Ah, und Block nicht vergessen. Hast du jetzt doof angehalten oder bist du... Ja, du hast doof angehalten, kann das sein? Ich wollte mir eigentlich diesen Bahnsteig hier angucken. Ob hier ein Eck. Eigentlich ist soweit alles normal. Hier ist sogar ein kleiner Parkstreifen da. Da haben wir den Übergang. Für Personen only. Oh, das sieht aber geil aus mit den Containern da hinten. Ja, machen wir mal ein Foto von dir, Kollege. Sehr gut. Du hast da Abfahrt. Lass uns mal gucken. 15:53. 52:33. Der steht hier noch ein bisschen. Können wir gerade mal nutzen, um zu schauen, ob wir hier noch was Interessantes sehen. Wir haben die Ampel. Aber ansonsten sieht es so ein bisschen nach Vorort, kleines Dörfchen hier aus. Relativ Standard. Ah, und der SPD wird wieder fleißig rumgeschrieben, weil wir der Station in Offline sind. Ach, das ist nur für diesen Personenübergang hier. Ja, okay, ich gehe jetzt nicht komplett nach hinten. Ich denke, wir haben das jetzt mal hier gesehen. Mehr gibt's nicht. Wir könnten noch bei der Kreuzungsstelle hinten gucken. Aha. Es ist 52:40. Verfrühte Abfahrt. Zieh, Schlingel. Okay. Hier rein. PODG 15:56 nach Friedlotse BZ auf RN. Der fährt nach oben. Friedlotse BZ. Ist frei. Und tschüss. Das gerade mal doppelt kontrollieren? Ja, doch, er rein.
So, da, raus hier. Und in 3 Minuten sollte das andere Güterzug auftauchen. Ja, okay, da laufe ich jetzt nicht nach hinten. Da ist er auch. Sirdele, der kriegt Weiterfahrt. Guten Tag. Beide auf Deutsch. Na, 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 da sind wir wieder zu schnell unterwegs, Kollege. Hier ist 40. Hast du Glück, dass es dich jetzt nicht rausgeschmissen hat? Enge Kiste. Okay, wir müssen noch die Abfahrtsmeldung machen. Davor. Aber da eine Block. Ja, durchgefahren. Weglose oder so ähnlich. Rumen, Meldung, fertig. Und jetzt möchte ich nach LP gehen. Denn diesen anderen Güterzug habe ich jetzt zwischen die beiden da reingesendet. Das könnte jetzt noch spannend aussehen. Stellen wir uns gerade mal da vorne hin zum Ausfahrsignal. Und warten mal auf seine Ankunft. Sördere, unser Kollege ist am Einfahren. Ich hoffe, ihm gefällt das, was er da sieht. Können wir ihn gerade schon mal terminieren. Und von rechts sowie auch links sind gerade Züge im Kommen. Ebenfalls von RN. Da, gut, Kobo. Und was kommt nach Polnung mit dem nächsten Güterzug? Ach, das sind die Berlin-Warschau-Express-Züge. Ah, Wagen. Hab ich aufgefallen. Ja, cool. Mal plus plus. Er hat der Kollege. Mit meiner Lieblingslackierung unterwegs. Aber mit der fahre ich auch gern. Ja, wunderbar. So will ich das. Ja, da rein in die Bude. Ist ein bisschen laut hier. So, da bin ich wieder da. Der Skylar hat jetzt bei mir hier erstmal ein bisschen warten müssen. Den lasse ich gerade weiterfahren nach Dolny. Und der Gegenzug, der hatte mir hier ein Timeout. Aber gerade noch so, dass ich hier noch den Block noch nicht gesperrt habe. Und hab die Fahrstraße jetzt so gelassen. Und jetzt hat noch Beglowitz blockiert. Und jetzt kann er das gerade so nutzen vom vorherigen, ohne dass ich zurücksetzen muss. Das ist nämlich der Kollege da unten. Ja, 480088. Der ist auch noch nicht aufgetaucht. Und eben Scala ist da jetzt noch am Fahren. Wir gehen mal nach da. Und ich weiß schon, dass Sobibor frei ist. Ich habe da mal ein bisschen geguckt. Dann schauen wir mal. Sobibor LZ. Ja, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2, 8. Zedele. Sobi Level 3.
Gut. Einmal abwarten. Der kommt ja. Und wie ich fragen muss, I have to, wenn. Okay, Sobibor LZ. Sobibor LZ. Blockieren. Und da kommt die Ausfahrt. Neues, 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 neues. Wunderbar, machen wir mal die Meldung. Nummer kopieren. Abfahrt 14 Minuten zu früh. Da einmal ihm Bescheid geben. Erledigt. Dann habe ich nur noch zwei Züge. Fürs Erste. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Es ist eine kleine Pause zwischen der letzten Aufnahme zu Loponiek. Es liegt vielleicht nicht daran, dass meine Festplatte vollgelaufen ist. jedenfalls, wir haben jetzt hier noch einen Güterzug mit über 3000 Tonnen. Den habe ich gerade einen Fahrplan gegeben. Da möchte ich ausfahren. Ich habe einen Eurocity, der am Ausfahren ist. So. Den melde ich auch mal schnell den Nachbarn. Das ist der hier. So, 1310, kopieren. Moskolna Polnök, da haben wir sie ja. Abgefahren. Und dann können wir den Güterzug schnell rauslassen. So, damit der sich schon mal auf den Weg macht. Und das ist so mein Plan jetzt momentan. Ist noch ein bisschen was los. Güterzug fährt jetzt hier auch. Auf der TB raus, wo der Eurocity fährt. Ich hoffe, der gibt gerade Gas, weil es kommt von Chermin ein Besuch. 51147 hat er gerade geschrieben. 5147. Der Bartek. Sehr gut, vorweg. Lass mich das nicht bereuen. Shit, da kommt er auch. Was los? So ein Shit. Alle Stromabnehmer. Wissen wir ja. Doppelte Power. Oh no. Wir haben einen Timeout-Kandidaten. Also wieder. Oh, weil er es mit Tabben mitgekriegt hat. Scheiße, der Güterzug kommt nicht vom. Ah, jetzt kommt er vom Blick. Oh. Fahrplan löschen. Büsün, Dark, kopieren. Schade. Deleted on request. Schade, schade, schade. Aber das ist jetzt... Was requested, thanks.
Jetzt fährt das so einen super schweren Güterzug und kommt nicht vom Fleck. Also ich habe ihn schon einmal anhalten lassen, der ist nämlich bei mir auf der anderen Seite von der Kreuzung hier reingefahren und hat da keine Einfahrt gehabt, dass er da schon runterbremst. Und jetzt kommt er hier nicht weg. Ich würde so lachen. Er sagt, er hat sich mehr ungebremst. Musst ein bisschen warten mit der Bremse. Ah, Terminal LK können wir wieder killen. Also mit einer EP09 wäre da der Widerstand schon längst durchgegangen. Can't run. Er kommt nicht weg, er kommt nicht weg. Ich würde es aber toll finden, wenn du wegkommen wirst, weil sonst wärst du jetzt der Erste, der meinen Block kaputt macht. Gehen wir mal runter und gucken mal, was da unten zur Sache ist. Oh je, ich höre da schon Geräusche, die ich nicht hören möchte. Na gut, die Leitung ist dran. Das ist auf 0. Schauen wir mal weiter hinten. Jetzt wird es aber langsam mysteriös. Auch 0. Sag mal. Dass sie doch jetzt nicht die Wagen geschlossen haben. 0. Also beim letzten hier auch 0. Wieso kommst du nicht weg? Probieren wir es mal damit. Und es klingelt schon wieder. LCS Clashco. Sieh, ja, ja, es passt. Thousands of tears later. Ja, okay. Liebe Leute, ich glaube, ich tue euch das mal ersparen. Der wird vermutlich gehen. Das, glaube ich, wird heute nichts mehr. Ich kümmere mich noch um die letzten Züge und dann mache ich die Station dicht. Das war jetzt für euch mal so eine kleine Einblendung in Loponiek. Da machen wir garantiert noch mal eine längere Session. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann bis schon bald in TD2 mit Maximal Chaos. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.